Okay. Bisschen so wie bei Super Mario im Bowser Castle. Aber noch schlagen wir uns hier hoffentlich einigermaßen gut. Aber ich finde echt schön gemacht, wie abwechslungsreich doch das Spiel versucht irgendwie zu sein. Ist eigentlich ganz cool. Das ist hier auch noch in diesen, ich nenne es mal asiatisch gezeichneten Stil. Ich weiß nicht, ob es einen asiatisch gezeichneten Stil gibt. Jetzt abgesehen von Animes, Schrägstrich Mangas, ne? So halt so dies mit Ölfarben malerische Gedönsdingens. Ihr wisst, was ich meine, bestimmt. So, hier mal ein bisschen runter. Na, ich will da nicht ganz hoch an die Stacheln. Nein! Ah, ich kam da nicht rum. Ach, ich muss mich schrumpfen lassen, ja klar. Bitte warten. So. Geht doch. Geht doch, geht doch. So, was haben wir da links? Gedöns. Ich mag Gedöns. Magst du Gedöns? Ich mag Gedöns. Was ist das? Pfirsich einsammeln? Aha. Geht's noch weiter? Nö. Also zumindest sehe ich davon nichts. Vielleicht würde es da weitergehen, aber naja, man weiß ja nie. Ich meine, im Endeffekt komme ich da sowieso her. Aber es geht ins Prinzip. Hier mal schrumpfen und dann da durch. Easy, gar kein Problem. Hui. Yay, nach ganz oben. Yay. Ich glaube, ich schaff's. Die Frage ist halt nur, wann. So ein Ast gedreht, wie so ein Uhrwerk. Mit dem wollen wir jetzt hier irgendwie irgendwo hoch. Nein! Ach, ich hätte da auf den Zwischenast gemusst. Okay. War mir nicht so ganz ersichtlich, dass das auch eine Plattform darstellen soll. Aber naja. Ja, keine Ahnen. Von den Urahnen. So, hier. Das Ding. So, und hier einfach weiter hoch und da drüben an der Kette ziehen. Wo ich noch nicht so ganz weiß, was mir das bringt, aber das Spiel wird es mir zeigen. Aha, das ist jetzt da. Die Windenergie frei. Verlassen kann ich hier? Ach, über den... Okay, im Hintergrund war da quasi so ein Möchtegern-Ausgang. Okay. Wo bin ich jetzt? Darf ich nochmal ein Stückchen den Berg hinauf? In ganz normal, oder was? Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Ja. Hat die Katze natürlich mal wieder recht. Halt, warte. Ich hab's gehört. Da. Bitte warten. So. Immer feste drauf da. Yay. Yay, mehr Wind aus der Vase. Also solche Vasen hätte ich manchmal auch gern, weißt du? So eine Vase, die macht einfach ein bisschen Wind. Gerade im Sommer täte das dann wirklich gut tun. Ohne Strom, ohne alles. Einfach ein bisschen Wind machen. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Ach, du willst ja nur ein bisschen Geld haben.
raffgierige Penner. Ja, lass mich raten, ich darf nicht die glühenden Dinger erwischen, ja? Okay. Ist wahrscheinlich auch das japanische Zeichen dann für Feuer oder so. Würde mich nicht wundern. Hallo. Samurai Wespe Bogenschütze. Yay. Toll. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, das geht so nicht. Aber so geht's. Dann ist ja alles gut. Dann nochmal Opfergaben für eine nackte Japano-Statue. Ist ja unglaublich. Ein Pfirsich. Ich hab den Pfirsich kaputt gemacht. Ich Schwein. Hallo? So. Läuft. Dennoch muss ich weiter meines Weges ziehen hier. Da hinten ist noch nur so eine Wespe. Weiß nicht, ob ich die von hier aus treffe. Boah, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Aber komme ich jetzt auch noch darüber? Irgendwie habe ich so das leise Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde. Nein! Vielleicht mit länger gleiten, aber dann lande ich ja weiter unten. Ich habe keine Ahnung. Nee, so ist recht nicht. Nee. Also definitiv nicht. Gut, da muss es einen anderen Weg geben, wie wir darüber kommen. Ach, da ist noch eine Kette, wo ich dran ziehen muss. Ach so. Sag das doch mal. Da. Komm ich da hoch? Okay. So wird natürlich ein Schuh draus. Wow. Plötzlich dreht und wendet sich alles. Zum Guten. So. Ach shit. Ich dachte, ich würde es irgendwie noch andersweise umgehen können, aber nö. So. Endlich angekommen im Irgendwo. So, was haben wir denn hier? Erstmal hier ganz kurz das Ding erledigen. Okay. Hier kann ich irgendwie nicht durch. Okay, ich dachte, ich könnte da durch, aber ich kann da nicht durch. Hier auf jeden Fall jede Menge tolle bunte Plattformen. Wo wir dann irgendwie durch diese Höhle hier streiten können. Yay! Und irgendwo hängen bleiben könnte, ist auch viel besser. So. Nein! Ah! Bin ich beinahe drauf reingefallen hier. Haben wir da hinten noch irgendwie was Interessantes, außer einen einzelnen Zahn? Ich glaube, nein. Guten Tag! Bams. Nicht lange fackeln, einfach mal wegmachen. Arme an der Kette ziehen. So, dann können wir jetzt auch über den normalen Weg da hinten weiter. Müssen wir halt jetzt nur wieder den Weg jetzt hochkraxeln. Halleluja. Eine Erinnerung. Ach nee, nur eine Flasche. Meine Flasche nehme ich auch. Man weiß ja nie. Wahrscheinlich dann mit allen gesammelten... Nein! Ach shit. Mit allen gesammelten Flaschen oder sowas, die du halt pro Level einsammeln kannst.
kannst du dann wahrscheinlich dann irgendwie ein Kostüm freischalten oder sowas. Ne, es gibt ja nicht umsonst hier irgendwie unterschiedliche Kostüme. Würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie damit zusammenhängt. Irgendwas muss ja dadurch freischalten, durch das Einsammeln der ganzen Dinger. Hallo, Samurai Tintenwespe. Ja, Prost Mahlzeit. Okay, der ist weg. Hallo. Was? Achso. Der hat mich befallen. Befallen. So, warte. Nein. Ah. Mistding, Mistding. Das sind doch eigentlich nur so Mini-Dinger, ne? Ja. Aber das bringt gar nichts. Wie erledige ich denn das Ding so, dass sie es, dass da keine Wespen mehr rauskommen? Ah. Mit brachialer Gewalt. Gefällt mir. So, da auch nochmal. Zack. Na komm. So, haben wir's? Ich glaube ja. Okay, können wir weiter? Das ging ja dann doch schneller als erwartet. Das ist hier auch nicht so viel, außer halt ein paar Vasen wieder zum Zerstören. Okay. Doing. Gleich erstmal was drauf, bevor es noch irgendwie eklig wird. Zack. Easy. Gar kein Problem. Noch irgendwo was? Da ist noch was. Verdammt. Würdest du mal bitte sein lassen? Sehr freundlich. So. Wir haben hier einen Weg. Und wir haben da einen Weg. Ah. So möchte ich ein Herzteil. Okay. So, eigentlich ist Rosenfarbe. Rosenrote Farbe. Zu verlieren. Wir haben doch keine. Ja, das ist mir bewusst. Töte oder werde getötet. Das kann ich. Alter, kannst du es mal sein lassen? So, warte. Zack. Drauf da. Nicht lange fackeln. Und gegen euch Freaks habe ich schon lange nicht mehr gekämpft. Mal wieder erfrischend. Lässt du das wohl mal sein? Das ist ein neues Kleid, ja. Ist nicht mehr per Woll gewaschen. So, wo ist denn noch was? Da hinten ist noch eine Fliege. Und da. Hallo. So, will ich drauf schießen. Und auch nochmal. Nein! Sag nicht, du kannst nicht so weit schießen. Du kannst nicht so weit schießen. Erfolg, yay! Nein! Hallo, das war ein Erfolg! Ich hab's geschafft, okay. Du hast schon den Zug verpasst! Den Zug verpasst. Ist das ein Hinweis darauf? Auf irgendwas? Deswegen der Zug, der durch das Wunderland düst, weil ich irgendwie was verpasst habe? Meine Kindheit? Meine Unschuld? Ich habe keine Ahnung. Aber na gut. Böser Pfirsich, böser Pfirsich. So, was machen wir denn hier Feines? Das dreht sich. Setz mal hier den Hasen ab. So. Aha, raffiniert. Wow. Es sieht nach einer ordentlichen Rutschpartie aus. Na dann mal ran an den Speck.
Also jedes Level gibt irgendwie mindestens eine Rutschpartie oder was?